Ein großes Hallo zum The Human Project, Ihr Podcast for some inspiring stories. Ich bin hier gerade in der Ecke Türkenstraße, Adalbertstraße in München in Schwabing und neben mir ist der Raimond. Hallo. Hallo. Raimond, wir haben uns kennengelernt, weil ich vor kurzem meinen Earpod verloren habe. Der ist in einen Gulli reingehupst. Und das war an einem Feiertag hier in Bayern und es war morgens um 7 Uhr. Und ich war auf der Suche nach einem Magnetstab. Ich habe keinen Magnetstab so ad hoc auf den leeren Straßen Münchens entdeckt, aber Sie. Und dann habe ich gerufen, ob Sie mir helfen können. Und dann sind Sie, Raimond, mit dieser, ich habe es gerade vor mir, Sie sind mit dieser Kralle dann gekommen, ja? Und haben gesagt, ah, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Und mit dieser Kralle haben wir das dann geschafft, den Earpod aus dem Gulli rauszufischen. Jetzt sind ein paar Tage vergangen und ich habe versprochen, dass wir uns noch mal sehen werden. Raimond, woher kommen Sie? Moldawien. Und seit wann sind Sie hier in Deutschland? 3-4 Jahre. Und ich habe Sie vorhin schon gefragt, warum können Sie so verdammt gut Deutsch? Lernen mit Deutsch, mit Straße, mit Leute, immer Fragen mit Mädchen, Junge, fragen, hallo, ich brauche Sie Hilfe, ich brauche Sie Arbeit. Aber nicht Schule mit Lehrer. Also Sie haben das gelernt hier einfach, indem Sie in München mit vielen Menschen sprechen. Sie haben gesagt, die Hilfe anbieten. Ja. Und wir haben jetzt ein bisschen länger gesprochen. Also Sie stehen jetzt vor mir und Sie haben hier vorne, ich bin einfach mal so frei, eine Aldi-Tüte. Und da sind Sachen drin. Sind das Anziehsachen? Anziehsachen, Kleidung? Ja, ja. Ist das Ihre Kleidung? Ist das das, was Sie besitzen? Ja. Genau. Und das, was Sie hier haben, ist alles, was Sie besitzen? Ja. Das ist dieses mein Auto. Das ist BMW. Das ist ein BMW? Ja, das ist BMW. Meine BMW. Okay, Ihr BMW sah schon sehr speziell aus. Also er hat auch 4 Räder. Aber ich denke, mit Auto BMW. Ja, ich verstehe schon. Also es ist ein umgebauter oder ein zweckentfremdeter Kinderwagen, den Sie haben. Und Sie haben, ich habe Sie schon gefragt, wo schlafen Sie? Also jetzt ist November, es ist echt klärend kalt. Ja, wo schlafen Sie? Mit Park Pinakothek. Im Park habe ich einen Schlafsack mit Folie, aber kein Bett oben. Bett kein. Mit Stress. Ist schwierig mit Straße schlafen. Ist viel kalt, ich bin allein, ist viel Stress, Abend nicht schlafen. Immer mein Denken, immer Jüring. Ich denke, Gott, viele Probleme habe ich und kein so viel Geld mit reparieren in meiner Wohnung, meiner Stadt. Und ich denke, muss arbeiten oder muss Leute fragen sie mit Hilfe ungefähr 900 oder 1000 ist schon besser reparieren meine Wohnung. Und ich denke, reparieren komplett meine Wohnung, nichts kommt in Deutschland. Vielleicht. Jetzt muss ich da mal nachfragen. Also Sie haben jetzt gesagt, Sie schlafen im Park in der Pinakothek. Ja. Jetzt gehen wir da noch mal kurz rein. Sie schlafen alleine. Also Sie haben nicht, haben Sie nicht Freunde? Sie waren doch an diesem Montag war doch noch ein zweiter Herr mit dabei. Ja, ich gesehen viele Leute mit Tau beten oder Straße. Ja. Aber für mich ist viel Stress, schlafen zusammen ein Mann. Okay, also Sie schlafen lieber alleine. Ja. So, und jetzt ist es... Ist besser, ist für mich ist gut allein. Aber wie machen Sie denn das, dass Sie da nicht erfrieren? Jetzt kommt bald der Frost, der soll nächste Woche hier auch nach München kommen, ins Zentrum. Wie kümmern Sie sich darum, dass das nicht zu kalt ist? Sie haben gesagt, Sie haben eine Isomatte, eine Isolierfolie war das, glaube ich, oder? Ja. Und was ziehen Sie an nachts? Ja. Schlafen Sie so, was Sie jetzt anhaben, oder haben Sie mehr? Nichts vom Blöbelstehen. Nichts, das ist auch, weil ich immer so schnell rede, gell? Haben Sie, also hier sind ja noch Sachen. Ist da Decke mit drin? Decke und Jacke? Decke und Jacke und Hose. Eine Kura. Plus eine Mütze. Ja, Sie haben auch schon zwei Mützen jetzt auf, gell? Ja, ist kalt. Und was ist, wenn es regnet? Was machen Sie denn da in dem Park? Regnen? Habe ich eine Folie ungefähr 2 Meter Quadrat. Und ich meinen Schlafsack so mache. Zu also? Ja, zu. Und plus Folie. Und wenn Sie jetzt mal aufs Klo müssen, da gibt es den Busch. Klo. Klo.
Pipi? Nochmal? Toilette. Ach so, mit Nixstraße ist gute Kopf. Ich mal interessieren mit U-Bahn oder Uni oder andere Schulen. Also Sie nutzen oder die Toilette mit Plastik, mit Baustelle. Ah, auch schlau. Ja. Also das heißt, Sie suchen dann die öffentlichen zugänglichen Toiletten. Und wir sind hier in der Nähe von der Universität. Als wir vorhin gesprochen haben, als wir telefoniert haben, da waren Sie in der Universität. Hier. Ja. Ja? Ja. Und Sie haben ja auch schon geschrieben, Sie können dann ins Internet, ja, wenn Sie an der Universität sind, weil da haben Sie den Zugang zum Internet. Ja. Genau. Ich habe Internet, Universität und Pinakothek. Mhm. Bayram-Name ungefähr, Wifi. Haben Sie Angst nachts? Haben Sie Angst, dass irgendwas passiert nachts? Angst? Angst? Was ist diese? Das finde ich jetzt schön, wenn Sie mich fragen, Angst, was ist das? Haben Sie Furcht? Haben Sie Angst, wo Sie denken, oh, jetzt kommt jemand und ich verliere meine Sachen? Nachts, wenn Sie in dem Park liegen? Nachts, wenn es dunkel ist und Sie schlafen? Ach Sie so. Schlafen? Ja. Und dann haben Sie Angst, dass plötzlich jemand kommt? Angst? Ja, aber Zanzara, diese Leute? Ja, beispielsweise. Nein. Glauben Sie nicht. Ich habe ich so mache. Ah, jetzt sehe ich das. Sie haben ein Fahrradschloss. Ja, ja. Fahrradschloss. Also das heißt, Sie können nachts Ihre Sachen ansperren, ja, und deswegen haben Sie keine Angst. Ja. Und ich sehe jetzt mal ganz frech hier in Ihre Innentasche, das, und da ist eine aufladbare, die ist wahrscheinlich sehr wichtig, mein gell? Handy. Ja, da können Sie Ihr Handy aufladen. Akkumula. Das ist ein tragbarer Akku. Ja. Ich lasse mit einem Mann eine Bäckerei oder ein Restaurant mit Strom, voll komplett diese, und mein Telefon. Raimon, Sie kommen aus Moldawien. Sie sind wie alt? 27. Und warum sind Sie nach Deutschland gegangen? Ich denke, arbeiten ist gute Arbeit in Deutschland, aber für mich ist schwierig mit Dokumenten in Deutschland. Papiere in Deutschland ist schwierig. Aber was fehlen Ihnen für Papiere, um hier arbeiten zu können? Welche Papiere fehlen? Entschuldigen Sie bitte. Ja. Anmeldung mit Zusammenwohnung. Anmeldung und ein Wohnsitz. Ja. Und wenn Sie sich Wohnungen anschauen, heißt es dann oft, Sie brauchen doch erst einen Job, bevor Sie Wohnung bekommen? Ja. Ja, brauchen Sie einen Job. Oder arbeiten ganzen Tag oder 8 Stunden mit einem Tag. Egal, Arbeit, putzen, Toilette oder Bode. Oder also Sie würden alles machen? Ja, oder Fenster putzen, egal, Arbeit. Und Geld auch brauchen, viel Geld. Wie viel Geld brauchen Sie? Ein Monat. Weiß ich nicht, wie viele Stunden mit Arbeit. Wie viel Geld hätten Sie gerne jeden Monat? Ich brauche sie 2.500, 3.000, viel Geld brauchen. Für München, meinen Sie? Ja. Was haben Sie in Moldawien gearbeitet? Arbeiten mit Auto, eine Firma, mit transportiere Tomate, Banane, ich fahre. Also Sie sind als Fahrer? Ja. Nächste, diese Auto. Jetzt zeigt der Raimon auf mein Fahrrad. Okay, kein Fahrrad, das Auto, das parkt dahinter. Und damit meinen Sie jetzt nicht Ihren BMW. Habe ich Führerschein? Kennst du Führerschein? Führerschein. Haben Sie einen Führerschein? Ja. Und Auto fahren und ungefähr 20 Kilometer lassen, kommen zurück auf Arbeit. Jahre 20 Kilometer. Und das ist meine Arbeit. Aber es ist wenig Geld mit einem Monat. Okay, wenn man jetzt mal, das ist schwierig vielleicht, aber was würden Sie sagen, worin sind Sie sehr gut? Worin sind Sie sehr gut? 3 Punkte. Ich habe ja schon gesehen, als ich diesen Earpod verloren habe, ja, hier in Schwabing, Sie waren schnell zur Sache.
Sie haben ganz präzise gearbeitet. Sie wussten, wohin mit diesem Greifarm. Sie waren freundlich, ruhig und schon war dieser Earpod in meinen Händen. Und wir haben jetzt seitdem, sind, ich weiß es nicht, 2 Wochen vergangen, einen sehr freundlichen, tollen Austausch. Ja. Also was würden Sie sagen, was sind Ihre 3 Stärken? Ihre 3 Eigenschaften? Worin sind Sie besonders gut? 3 Punkte, in denen Sie besonders gut sind. Zum Beispiel schnell. Beispiel schnell. Zum Beispiel, dass Sie sehr schnell sind. Nichts verstehen, was ist? Ich formuliere es auch wirklich bescheuert. 3 Eigenschaften? 3 Punkte? Ja, verstehen, 3 Punkte. Genau, aber in denen Sie besonders gut sind, Raimon. ich bin sehr schnell. Ja. Ja? Ich bin sehr gründlich. Cool. Ich bin sehr schlau. Also es ist jetzt nicht alles auf mich bezogen, ja, aber wo würden Sie sagen, Sie sind sehr hilfsbereit, das habe ich schon festgestellt. Ah, jetzt stelle ich so dumme Fragen, gell? Scheiße. Scheiße. Ich habe nichts komplett verstanden. Ja, das ist auch, liegt auch ehrlich gesagt an mir. Worin sind Sie gut? Ist gut, ja. Worin? Warum? Warum sind Sie gut? Kein krank. Ist gut? Ja. Sie nichts. Machen auch einen sehr gesunden Eindruck, muss man echt sagen. Trotz allem. Trotz? Ja, trotz, dass Sie nachts draußen schlafen, dafür schauen Sie sehr frisch aus. Ja, normal. Ich ungefähr habe ich viel, viel Stress, aber ich denke, warum habe ich Stress? Ich viel Dank mit Gott, ohne krank, keine krank. Schmerzen mit Rücken ist normal, aber nichts viel krank mit Corona, kein Corona, keine krank mit Corona. Und ich danke schon, vielen Dank mit Gott. Nichts krank. Welche Arbeit würden Sie sich wünschen, Raimon? Also Sie haben schon gesagt, in Moldawien sind Sie viel Auto gefahren. Ja. Sie haben einen Führerschein. Ja. Was würden Sie hier gerne arbeiten? Egal, auch Auto, Führerschein, fahren oder Fenster putzen oder Boden putzen. Das, was Sie vorhin gesagt haben. Also Sie machen wirklich alles, gell? Ja, ja, ja. Können Sie sich vorstellen, wieder nach Hause zurückzugehen? Ja. Und wenn ja, wie wäre das für Sie? Also wenn Sie an Zuhause denken, an Moldawien, ja, geht Ihr Herz auf und Sie sagen, boah, meine Heimat. Ja. Ich brauche Sie nach Hause bleiben, meine Stadt. Aber keine Geld jetzt zurück mit reparieren Wohnung, mit Ticketbus. Welche Wohnung reparieren? Haben Sie Wohnung in Moldawien? Habe ich Wohnung, aber kaputt. Muss reparieren. Dafür brauchen Sie das Geld? Ja. Wie viel Geld brauchen Sie da? Ungefähr 900, 1000. Ungefähr 900 oder 1000. Sie brauchen 1000 Euro, um die Wohnung in Moldawien, ja, zu reparieren? Ja, ja. Ja, ungefähr. Plus mein Ticket mit Bus, plus ein bisschen Hunger mit Geld. Schwierig mit Geld. Also das heißt, Sie sind jetzt eine Weile hier, aber Sie sagen, Sie würden nach Moldawien zurück, wenn Sie was angespart haben, 900 oder 1000 Euro. Ja. Und dann können Sie die Wohnung in Moldawien, ja, renovieren. Ja. Und wie lange sind Sie jetzt schon in München? In jetzt? München speziell? München? Ungefähr 1 Monat. Sie sind 1 Monat hier in München? Ja. Und wo waren Sie davor? Wo? Vor München? Wo waren Sie davor? Nur zurück, oder? Seit wann sind Sie aus Moldawien hier? Leute? Seit wann? 2 Jahre, 5 Wochen? Ach so, habe ich schon, ja, ungefähr 4 oder 5 Jahre. Keine Ahnung, komplett, aber ungefähr 4 Jahre. Ja. Sie sind jetzt 4 Jahre aus Moldawien in Deutschland? Ja, ja. Und in München seit? Ja, alles München, keine andere. Also nicht München seit einem Monat? Mhm. Sie sind München seit 4 Jahren, 4 oder 5 Jahren. Ja, ja, ja. Und Sie haben seit 4 oder 5 Jahren auf der Straße geschlafen? Ja. Sie leben seit 4 oder 5 Jahren auf der Straße? Ja. Sicher? Wirklich. Krass. Ich frage Sie eine Frau. Bitte lassen, gibst du, lassen du für mich ein Duschen in deine Wohnung? Sagen, oh, was? Nein, ich bin Frau, aber ich nix Temp, ist gute Kopf.
und duschen, ungefähr 10 Minuten schon weg. Ich frage sie nochmal, einen Mann, bitte, ich bin Mann Moldawisch, ich keine Arbeit, keine Wohnung, gibst du, lassen du für mich mit ein Duschen deine Wohnung? Und sage, hey, hallo, ist schwierig für mich mit Leuten Deutsch. Haben Sie die letzten 4 Jahre gearbeitet? In Deutsch? Nee. In Deutschland? Nein. Arbeiten ja, aber ein Tag oder 2 Tage. Was haben Sie da gemacht? Reifen Auto, putzen mit Jante, ungefähr 9 Stunden, 10 Stunden arbeiten und 2 Tage arbeiten, geben 60 Euro und plus Essen. Also Sie haben Reifen mitgeputzt? Ja, ja. Wie haben Sie den Job gefunden? Wie? Woher haben Sie den Job gehabt? Hauptbahnhof, bisschen weit, ungefähr 1 Kilometer. Ich habe keine Ahnung, Name dieser Straße. Aber Hauptbahnhof ein bisschen weit. Okay. Und es gibt ja auch im Hauptbahnhof die Mission. Also da können Sie ab und zu hin, richtig? Da können Sie was Warmes zum Essen bekommen? Ja, ja, ja. Und wie oft kann man da am Tag hin? No. Wie oft können Sie da hin am Tag? 3-mal oder 1-mal? Einmal. Einmal. Einmal und Abend kommen eine Mannauto mit Kochen warm, mit Auto. Alles überall mit Straße ohne gesehen Leute, arme Mann, geben Essen warm mit Kochen, Tee, Kaffee. Stimmt. Jetzt gucke ich gerade auf Ihren Kinderwagen. Ja. Ja. Wo machen Sie denn sich jetzt abends einen warmen Tee? Nochmal? Machen Sie abends warmen Tee? Können ja, Sie abends ich brauche, was? Ja. Und wo kriegen Sie, haben Sie Kocher mit dabei? Haben Nein. Sie einen Gaskocher? Nein, nein, nein. Also nichts warm, wenn Sie wollen. Nee. Sie müssen irgendwo hin, um warm zu bekommen. Ja, ich brauche sie warm. Ich brauche sie mit Kochen, aber wo? Kein Gas, kein Name. Ja, und sagen Sie mal, haben Sie jetzt nur Turnschuhe? Haben Sie keine Winterschuhe? Ja, keine Schuhe, alles. Meine Schuhe sind ein bisschen kaputt, aber... Haben Sie keine Winterschuhe? Keine Winterschuhe. Was haben Sie für eine Schuhgröße? Ungefähr 42. Ein bisschen größer als meine, hm? Ja, deine? Ja, 38. Die schauen jetzt Ach so, größer ja. hier aus, weil sie so spitz sind. Ja, meine ungefähr 42, ja. 43, 42. Okay. Jetzt machen wir es mal so, Raimund. Ich finde es ja schon mal toll, dass wir jetzt mal gesprochen haben wieder. Vielleicht, irgendjemand, der hier zuhört, hat vielleicht die ein oder andere Idee, was Raimund denn tun könnte. Ja, also ich werde das jetzt posten, Raimund. Und vielleicht haben wir ja so eine Art kleines Weihnachtswunder. Und es gibt irgendjemand da draußen, der vielleicht irgendeine Idee hat, wo er sie denn unterbringen könnte, dann würde ich mich auf jeden Fall wieder bei Ihnen melden, Raimund. Ja. Für alle, die jetzt zugehört haben, hier aus dieser eisigen Türkenstraße, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war heute eine ganz spezielle Folge, sehr spontan aufgenommen, eben mit Raimund. Und danke fürs Durchhalten und ich wünsche einen ganz, ganz wunderbaren Tag und auf bald. Eure Corinna.